Ja, neues Video von Basteltown. Heute baue ich einen Bohrtisch, weil ich habe ja eine neue Standbohrmaschine. Und da machen wir einen Tiefenanschlag, den man arretieren kann, um wiederholt genaue tiefe Bohrungen zu machen. Und wie das geht und wie leicht das geht, zeige ich euch jetzt. Die Platte wird 50 x 50 und ja, da machen wir hinten noch einen kleinen Winkelanschlag dran. Da verliere ich zwar ein bisschen Tiefe, aber der wird so sein, dass ich eine Schraube aufmache und den hinteren Anschlag wegbekomme und tiefer bohren kann. Also von der Tiefe, die Ausladung von der Bohrmaschine. Ja, dann schneide ich jetzt schnell die drei Teile, weil das sind wirklich nur drei Teile und dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr jetzt mit der Kreissäge arbeitet, also ein Let's Bastel ist das passiert, da ist die Säge nach hinten gehofft. Ich schneide jetzt zwar Multiplex, aber es gibt Kickback-Stops, die kann man kaufen. Die macht man dann hier hinten dran. Falsche Richtung. So, ihr setzt die hier drauf, zieht die an und in dem Moment kann euch die Säge nicht mehr nach hinten springen. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Und wenn dir mein Kanal gefällt, dann lass mir doch bitte kostenlos ein Abo da. Das kostet nichts. Unten in der Videobeschreibung steht ein Link. Da drauf drücken, dann kommt ihr auf die Startseite. Und dann noch was, Kanalmitglieder wird es nur 1 Euro geben. Die anderen, die werde ich löschen. Das ist sehr, sehr gering und tut fast keinem weh, denke ich mal. Und ja, so unterstützt ihr mich zum Weg der 100.000 Abonnenten dieses Jahr. Und je nachdem, wie viele Kanalabonnenten ich habe, gibt es die ein oder andere Maschine natürlich, die wir raushauen, wenn genug Geld reinkommt natürlich. Ich sitze nicht auf dem Geld, ne? Aber da geben wir was zurück. Es macht echt wieder Spaß, vor der Kamera zu stehen und vor allem macht es mir auch bestimmt wieder Spaß, am Montag, Dienstag wieder arbeiten zu gehen. Wir nehmen jetzt einen 6er Bohrer, tun die Kante markieren. Für die 6 mm bohren wir nachher auf 8 mm auf. Aber der Fräszirkel, den brauchen wir, weil wir hier eine Nut reinfräsen müssen zum Verstellen. Deswegen bohren wir hier jetzt erstmal durch. Und hier nehmen wir gleich ein 8er und weiten unten dann auf 10 auf. Ich hoffe, das stimmt, was ich so sage. Jupp. Aber so nicht. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, falls das Bild jetzt unscharf ist, ich habe ein neues Objektiv. Heißt, rein theoretisch ist mein Bild jetzt besser. Jetzt muss ich gucken, wie ich das festspanne. Ich nehme USB als Opferplatte, weil wir durchfräsen, aber allerdings nur bis circa Mitte, weil hinter der Mitte brauchen wir ja nicht. Dann ist ja das Bohrfutter dahinter, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube ja. Jetzt zeichne mal erst die Mitte an. Dann weiß ich, wie weit ich fräsen muss. Und jetzt kommt was, für die, die es auch noch nicht wissen. Ich habe mir die Festool OF1400 EBQ gekauft. Die Oberfräse, die gleiche wie Let's Bastel hat, weil von der bin ich überzeugt gewesen, von dem, was ich in Videos gesehen habe. Und die hat mich gekostet, ich glaube 470 war es, ich habe es vergessen.
Aber im, also ich verlinke es euch unten, die kostet, glaube ich, irgendwas mit über 600 als der Satz, wo ich jetzt gekauft habe. Was ich halt mega cool finde, ist die Funktion, die Retsch-Funktion. Gehe ich jetzt rein da? Danke. Die gefällt mir am meisten. Ziehst du an, drückst den Knopf und fest ist der Fräser. Und jetzt haben wir alles eingestellt. Wir fräsen 5 mm weise. Dann fangen wir mal an. Was jetzt kommt, ist relativ einfach. Wir nehmen einmal hier hinten die Mutter. Wieso habe ich die jetzt zur Dünngeburt? Ach so, ja, muss ich noch aufreiben. Ich hält. Wo ist der Dinger da jetzt? Wir müssen halt gucken, dass es passt, ne? So, Dille. Das hier ziehen wir jetzt so an, damit das hier sich noch bewegen kann, aber satt sitzt. Mit einer Mutter, die schon eine Unterlagscheibe sozusagen drauf hat. Und dann mache ich noch eine Kontermutter drauf, damit sich das Ding nicht löst. Wenn sie denn drauf geht. Und dazu nehme ich meinen, ich liebe diese, ich weiß nur nicht, wie sie heißen. Die haben ein Kugellager drin. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Geht nur in eine Richtung, das ist irgendwie verzahnt. Aber ich komme gerade absolut nicht auf den Namen. Auf jeden Fall verlinke ich die euch. Die sind auch leise, wie ihr hört. Wir bohren jetzt mit dem kleinsten Forstnerbohrer ein Loch rein. Ich habe das jetzt ausgerichtet. Ich glaube, ich werde krank. Ja, ich habe eh schon Augenkribbeln, sagt die Augenärztin. Habe erst gedacht, die verarscht mich, aber das gibt's wirklich. So. Ich bohre jetzt durch von unten nach oben, hoffe, dass da nicht so ein großer Ausriss kommt, aber ich tue hier eh bei 2 Löchern mit dem Forstnerbohrer nochmal reinbohren, also versenken, damit die Köpfe hier im Holz, also unterhalb der Oberfläche sind. So, das passt. Die Forstnerbohrer, die ich jetzt habe mittlerweile, die sind von Amboss. Die verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Ihr solltet die nächsten News angucken. Da werden wir dann sehen, wie weit eigentlich so ein Bayerwald-Sägeblatt sägt. Denn ich weiß mehr als ihr. Ich habe ja G-Max besucht. War ein cooler Besuch. Da kommt auch bald ein Sägeblatt-Spezialist zu mir, der Alex. Und dann werden wir mal hier richtig fachmännische Kompetenz da haben. Der Alex ist ein klasse Typ. Also da freue ich mich schon drauf. Müssen wir nur noch hier vermitteln irgendwie. Und dann bohre ich das jetzt, mache die Schrauben rein, dann ist es eigentlich schon fertig.
glaube, ich werde jetzt echt krank. Mir geht es immer schlechter. So, jetzt spannen wir mal einen Bohrer ein. Die Bohrmaschine verlinke ich euch auch, falls ihr Interesse daran habt. Ja, die Scheppach Vario. Also ihr könnt hier jetzt einstellen, eure Tiefe festziehen. Und dann könnt ihr immer wieder hohlgenau in der Tiefe bohren. Oder ihr macht hier einen Seitenanschlag dran. Dann könnt ihr da auch bohren. Und so einfach geht's. Und so einfach baut ihr euch einen optimalen Bohrtisch für die Tischkreissäge, für die Standbohrmaschine. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen oben lassen, fleißig kommentieren und ja, vielleicht ein Abo noch. Und jetzt sind wir fertig. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann und ciao.